Klappe, Bro. Oh Mann, die Cops. Entspann dich, die sind noch Blocks entfernt. Du hast keine Bewährung. Ich bin raus. Weichei! Ha! Junge, du musst dir das unbedingt ansehen. Ein paar große Namen sind in der Stadt. Ich bring dich zu meinem Kumpel Travis. Der will ein paar Wagen loswerden, Mann. Kein Scheiß. Höchste Zeit für ein Upgrade, ich sag's dir. Ich bin Spud. Ich seh dich doch, okay? Ja, und somit herzlich willkommen zu Need for Speed. Ein bisschen verspätet, weil ich blöd im Urlaub war. Das hat leider nicht so ganz geklappt. So, wir fahren einmal. Oh, hier ist Spike. Dachte, ich ping dich mal auf Plan. Wow, hier geht's echt ab. Heute Abend sind ein paar wichtige Persönlichkeiten in Ventura. Also halt die Augen offen, wenn du kommst. Der Ort ist schwer zu finden. Absichtlich, verstehst du? Okay, ich hab dir einen Link geschickt. Check deine Karte. Alles klar, wir sehen uns. Okay, ja, wird auch ein bisschen interessant mit der Steuerung. Ich habe schon gemerkt, in den ersten paar Kurven ein bisschen komisch. Im Gegensatz zu Forza, was ich ja auch zeitgleich spiele. Deshalb kann es am Anfang ein bisschen lustig werden. So, wir sind auch gleich da. Einmal die Handbremse. Ui, ganz schön hart. Du bist echt da. Siehst schick aus, Mann. Das ist gut. Ein paar wichtige Leute sind da. Komm mit. Ich bring dich zu meinen Jungs. Komm mit. Oh, hey. Wer hat sich denn da verirrt? Wer ist Bambi? Unser Bambi hier hat einen 150-Meter-Drift rausgehauen auf der I-5-Kreuzung bei Turner, Mann. Oh, der Kleine dreht auf. Das ist echt krass. Muss wohl gewesen sein. So high war mein Spike nicht mehr seit... Er ist immer so high. Ja, und dafür liebst du mich. Robin, viel Glück und bleib dran. Vertrau mir, er passt hier gut rein. Weißt du was, ich stelle ihm sofort Travis vor. Vielleicht gibt er ihm einen Wagen, der uns nur Platz kostet. Komm mit, Mann. Was geht ab, Ames? Nichts. Das ist Amy. Ist sie nicht toll? Hab dich auch lieb. Travis! Yo! Du musst jemanden kennenlernen. Ach ja? Erzähl mal, wieso? Du hättest ihn sehen müssen. Seine Kontrolle ist der Hammer. Tja, du bist wohl aufgefallen bei unserem Speedracer hier. Echt, Mann. Er ist ein Hammerfahrer. Du kommst zum richtigen Zeitpunkt. Da ist gerade ein Top-Talent in der Stadt, das groß rauskommen will. Besser geht's nicht, Bruder. Jetzt oder nie. Der beste Zeitpunkt, um ein Projekt zu starten. Was auch immer in deinem Inneren vorgeht, es ist Zeit, es da draußen zu zeigen. Fordere sie zu einer Testfahrt. Vielleicht lässt dir einer der Bastarde eine Chance. So, wir dürfen jetzt auswählen. Ein alter Mustang. Wobei, der da hat mich schon ganz nett angelächelt. Was haben wir hier drüben noch? Den Honda Civic.
Ich würde sagen, ja, klar, ganz einfach hier. Der Subaru, natürlich. Ich muss ihn auch noch kaufen. Wie viel Kohle habe ich? Keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass ich genug Kohle habe. Ich kenne den Werkstatt. Yo. Willkommen im Clan, Bruder. Du steigst auf. Das Gerät ist heiß, oder? Komm schon, Ames. Du musst sie dir unbedingt anhören. Sie muss schnurren, wie es sich gehört. Was geht, Mann? Bitte, bitte. Sie steht gleich draußen. Spike, komm schon. Wie gesagt. Wir zahlen Kunden ohne Sicherheit den vollen Preis dafür, also... Wirklich? Ist das so, ja? So ist es. Warte. Hier. Wow. Wow, also da geht's mir gleich viel besser. Ich mach's wieder gut, das weißt du. Du meinst, dein Dad macht's wieder gut. Pass auf, die Jacke kostet 1200 Mäuse. Als ob, Mann. Das ist Öl, Mann. Ist verdammt egal, ob du der beste Fahrer weit und breit bist, was sie betrifft. Ohne Moos ist bei ihr wirklich nichts los. Sehr poetisch. Und das ist sogar richtig. Also... Bereit für ein paar Hausbesuche? Komm mit, Mann. Ich sehe dich vorne. Dann gehen wir auf Tour. Alles klar, Jungs. Die anderen warten auf uns. Los geht's. So, Alter, sieht auch nice aus hier mit dem Regen. So, Spike und Amy folgen. Alles klar. Bin mal gespannt, auch wie der sich jetzt fahren lässt. Im Unterschied zu der alten Karre, die war ein bisschen komisch. Der da fühlt sich schon mal ein bisschen besser an. Hier, Amy. Geh mal zur Seite. Ich soll hier, glaube ich, ach so, das ist ein Rennen. Ich habe gedacht, nur folgen. Weil die sich auch hier einfach überholen lassen. Finde ich das auch ein bisschen seltsam. Aber der ist hier mit der Kontrolle viel besser, mit dem Handling. Der eine war so... im Lenken träge, wenn man da ein bisschen mehr gelenkt hat. Oha. Oh, okay, Alter. Alter, wieso driftet er so? Ich tue nicht mal mit der Handbremse fahren. Ja, okay, geh mal ein bisschen weg. Sehr ungewöhnlich, diese Steuerung. Ist jetzt natürlich nicht so gut. Ich habe nur ganz leicht gebremst und dann... Wo ist denn der andere hin? Finde ich dann schon ein bisschen seltsam. Vor allem jetzt hier beim Lenken. Dass es so übelst auf Drift rausgeht. Schon ein bisschen krass, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Hey. Du überlebst dein zweites Rennen gegen Spike? Hab dich wohl unterschätzt. Überlebt? Nee, nee. Spike ist kaum mitgekommen. Ah. Oh, sorry. Nicht kaum. Nein, nein. Er war der Loser. Ach, laber doch nicht. Emmanuel! Emmanuel! Schwing dein Hintern her zu uns. Hallo, Ladies. Was? Keine Umarmung, Mann? Komm schon. Nein, ich will doch nicht diese dünne Bohnenstange hier kaputt machen. Komm, Kleiner, komm in meine Arme. Wuhu! Lass dich von seinem Aussehen nicht täuschen. Der Kerl ist echt flink am Lenkrad. Ich bin Emmanuel. Aber das sind wohl zu viele Silben für diese Leute. Nein, nenn mich Mano. Oh, starker Griff, Mann. Hey, das ist Fred, der norwegische Hammer. Was geht, Buddy? Frederick. Also, machen wir heute noch was oder stehen wir nur rum und lästern über Spike? Oh. Ich bin für beides. Große Klappe. Wer hat Hunger? Ich habe kaum was gegessen heute. Ich verhungere. Ernsthaft? Wo packst du das nur hin? Du isst, was er essen soll. Genau, Robin. Noch mehr essen und du setzt voll auf. Halt die Klappe. Gut, Schlauberger. Der Letzte am Deiner gibt mir einen aus. Nein, nein, nein. Der Letzte am Deiner gibt allen einen aus. Ja.